Ihr Lieben, ich habe einen Food-Toy für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich war natürlich wieder beim Lidl. Zum Edeka musste ich auch wieder für ein paar Produkte, die es beim Lidl eben nicht gab. Und beim Bioladen, also beim Metzger, war ich auch noch, wie eigentlich fast immer. Ihr kennt es, wenn ihr schon meine Food-Toys verfolgt. Ich musste diesmal ein bisschen mehr kaufen, weil wir einmal Saljanka machen möchten. Und da kommt einiges, zumindest bei dem Rezept, was ich habe oder was wir immer machen, einiges halt eben an Wurst und Fleisch rein. Also einmal Mettenten. Das sind jetzt keine richtigen Mettenten, das sind irgendwie für Grünkohl auch, aber irgendwie so Kohlwürste, glaube ich, nennen die sich, weil die hatten keine Mettenten. Gut, ich meine, die werden auch dafür gehen. Und einfach ein Ausschnitt Salami hier, Putensalami, nicht für die Saljanka, sondern einfach so aufs Brot. Aber für die Saljanka habe ich noch diese zwei Kassler mitgenommen, denn ich musste einiges wegschneiden, wie ihr hier seht, ist ganz schön viel Fett dran und das mögen wir nicht so, deswegen ja. Wird da auch nicht so viel übrig bleiben, deswegen auch zwei. Und dann habe ich noch einmal diese Schinkenwürfel, ich glaube, das ist Geflügel auch, mitgenommen für die Saljanka auch. Und dann habe ich ja mal die teure Brühe hier genommen, nehmen müssen, weil günstigere hatten sie nicht im Bioladen. Diese Knochenbrühe zum Trinken ist die auch sehr gut geeignet vom Bio-Rentier. Ich glaube, die kam, oh, ich müsste jetzt lügen, ehrlich gesagt, um die 5 Euro, 5, 6 Euro. Das sind wie viel? 370 Milliliter. Aber für die Saljanka ist es mir wirklich wert, dass ich eine gute Brühe habe. Und dann habe ich mir, das war auch reduziert, voll cool, für heute Abend einfach wieder ein Stückchen Sülze mitgenommen. Ich glaube, das ist Geflügelsülze. Ja, dann würde ich sagen, ich mache jetzt beim Edeka weiter, weil das dann am wenigsten noch ist. Da ich jetzt nicht den Zettel da habe, was wir alles die nächsten Tage kochen werden, die Gerichte, werde ich euch einfach mal hierher schreiben. Und ja, dann seht ihr mal, was wir so ausgewählt haben für die nächsten Tage. Was kocht denn ihr die nächsten Tage? Oder lasst ihr lieber liefern? Habt ihr mal Fastfood mit drin? Oder Fertigprodukte? Schreibt es gerne. Also beim Edeka habe ich dann mitgenommen dieses Cola-Mix von Flötzinger. Ich habe das, glaube ich, noch nie gehabt. Letztens habe ich von Barzi eins gehabt, das erste Mal auch. Ich tue mich da ein bisschen durchtesten. Jo. Dann zweimal von Gut und Günstig Chips. Die gesalzenen habe ich für mich mitgenommen. Ich liebe sie einfach. Und... Hey Kabi, der Kaba ist da unten hinter. Seht ihr, spitz ein bisschen? Hey, hübscher. Ja, und dann einmal die auch von Gut und Günstige Chips mit Paprika für meine Freundin. Dann habe ich mal wieder ein Bulgur einfach so mitgenommen. Ich mache mir den zwischendurch einfach mal oder ja, ich brauche da immer sowas daheim einfach mal. So wie gingen mir auch die roten Linsen wieder aus und habe ich da auch einfach wieder ein Packchen mehr Packerl mitgenommen hier, diese Edeka Bio. Dann habe ich leider beim Lidl keine Frühlingszwiebel mehr bekommen, deswegen habe ich beim Edeka die einfach mitgenommen. Hi Kabi, ihr seht ihr nicht so geil, jetzt ein bisschen bei Kabale, du. Sorry Leute, wieder mal der Kabale, ja? Hübscher. Ja, dann habe ich noch einen veganen Joghurt mal wieder mitgenommen, den von Alpro, in Natur einfach ohne Zucker, das ist, finde ich, voll gut. Ja, schnüffel die Schniff. Und dann habe ich diese gerösteten und gesalzenen Maisdinger mal von Sundart, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, ich finde die voll lecker, aber ich weiß nicht, ob ich die Marke schon mal hatte. Jetzt geht er in die Tüte da rein, weil da steht die Tüte. Ach, du bist Ina. Ja, wir brauchten mal wieder so Lutschbonbons, Hustenbonbons. Da habe ich die mal genommen. Die waren auf so einem Aufsteller von Wiedenbauer, kenne ich nicht. Sind wohl auch Bio mit Waldhonig gefüllte Bonbons. Mal gespannt, aber so viel scheint da nicht drin zu sein. Das ist 75 Gramm. Na gut. Dann... Meine Schokorosinen, Liebe ist wieder am Start von Gut und Günstig. Wenn ich die daheim habe, dann esse ich wirklich fast die ganze Packung auf einmal auf. Das ist so ein Produkt, ne, wo ich echt nicht widerstehen kann. Manche hassen die ja voll, ne, aber mir ist es leider genau das Gegenteil. Für meine Freundin habe ich dieses Konfekt hier mitgenommen. Die mochte ich als Kind auch total gerne, jetzt nicht mehr so, aber meine Freundin...
bist einer, ey. Und dann habe ich nur noch zwei Riegel für die Handtasche mal mitgenommen. Den von Alnatura in Banane mit Oblade und Mandel, glaube ich. Und diesen auch von Alnatura mit viel Frucht. Ich glaube, der war sogar günstiger als der andere. Boah. Ja, und das war's auch schon. Jetzt kommt der Lidl-Einkauf. Einmal gibt es nämlich bei... Oh, die sind voll lautig. Okay, die müssen uns klein frosten. Es wird nämlich bei uns Milchreis geben, den klassischen. Vielleicht mache ich da ein bisschen eine Kokosfrostel mit rein oder ein bisschen Kokosmilch. Mal schauen, aber ansonsten normalen Milchreis. Und da hat sich meine Freundin Kirschen gewünscht, deswegen habe ich die TK mitgenommen. Sind auch ohne Zucker, oder? Ja, genau. Dann einmal Erbsen wieder. Dann einmal ja, die Zitronen hier. Außerdem einen Sack Zwiebeln wieder. Durften auch noch zwei Kabi-Laufstangen mit. Außerdem, voll kalt hier. Möhren habe ich in dem Sack halt hier. Ich weiß gar nicht, wie viel. 200 Gramm habe ich für ein Gericht gebraucht. Außerdem wieder unsere leckeren Bio-Äpfel, die mag ich voll gerne. Dann durften auch mit zwei Golden, glaube ich, nennen die sich, diese Kiwis. Ja, ihr Lieben, ich wollte auch noch sagen, guckt gerne auch immer bei jedem Video, wenn ihr Interesse haben solltet, und mir die Infobox, denn da schreibe ich euch immer die letzten drei Videos, also verlinke ich euch, da könnt ihr direkt draufklicken, falls ihr die halt verpasst haben solltet, ihr Lieben. Denn ich kann ja jetzt nicht mehr, weil ich mit meinem Handy bearbeite, oben euch verlinken, leider. Dann habe ich mal zwei spannende Produkte, und zwar so Milchreis, veganen. Einmal mit Schoko auf Kokosbasis von Vimonde, der Eigenmarke. Ich glaube, ich hatte die noch nie. Und einmal mit Zimt. Dann durften noch zwei Paprika mit. Sowie so eine Knollensellerie, das kommt auch an irgendein Gericht dran. Einmal habe ich eine günstige Sojasauce und da habe ich mir gedacht, hey, die musst du mitnehmen. Diese hier. Eine Zucchini für die Spaghetti. Oh ja, Leute, da habe ich einen Schnapper gemacht. Ich habe eh durch die Lidl-App heute Produkte eben vergünstigt bekommen, weil ich die, also ich brauchte die sowieso und dann hatten sie zufällig heute in der App die vergünstigt. Voll cool. Kavi, du bist ein kleiner Lumpi. Und da habe ich bei der Biosahne hier, ich wollte eine normale nehmen, also, aber die war um, glaube ich, 10 Cent dann günstiger, weil die nämlich runtergesetzt war. Von 85 auf 59 und die normale Sahne, saure Sahne, glaube ich, ist das, oder ja, saure Sahne, kostete nämlich 10 Cent mehr, also, wie waren die jetzt? 69 waren die. Und da habe ich geguckt, hier. Dann haben wir nochmal Mayonnaise von Tommy Almecht. Ich glaube 2,19 Euro oder so. So teuer. Gut, ich hätte auch die günstige nehmen können. Ey, ich muss wirklich mal einen Test machen, einen wirklich Vergleichstest, ob die günstige vom Lidl zum Beispiel besser schmeckt oder halt, ob man da einen Unterschied zu der Markendingsen hier. Weil echt 2,19 Euro, das ist ja Hammer, oder? Dann habe ich noch einen Brunch, diesen reduzierten mit Protein von der Balance. Ich wollte halt den ganz normalen, der war am günstigsten somit. Dann noch ein Senfglas, den mag ich super gerne, obwohl der richtig günstig ist vom Lidl, aber ich mag den voll gern. Der ist jetzt mittelscharf. Dann einmal Essig, wie so oft bei uns, das in der Küche brauche ich das einfach fürs Entkalken des Wasserkochers oder auch für die Spüle, Armaturen und so. Dann habe ich mir so einen Tee mitgebracht, der nennt sich Nachtruhe, sanft und harmonisch soll der schmecken, von Lord Nelson. Ich glaube, das ist auch die Eigenmarke. Und ja, das ist ein Kräutertee, aber Rotbusch, glaube ich, ist da auch ein bisschen drin. So, dann haben wir anscheinend wieder Asia-Woche, unter anderem beim Lidl. Da habe ich nämlich diese Mie-Nudeln mitgenommen. Ich glaube, die sind einfach pur. Ja, aus Weizenmehl einfach und mit Speisesalz. Habe ich mir einfach ein bisschen selber so Sachen dran. Und dann habe ich noch einen Lachs mitgenommen, diesen hier. Für die Nudeln. Ach so, ja, genau. Und repräsentativ ist die kleine Flasche für so einen 9er-Pack eben. Wasser, Medium und wir nehmen ja auch immer noch einen großen Pack. Also 6er-Träger mit Medium auch. Der steht aber schon an seinem Platz. Hinter Vorhang, wie so oft bei uns.
Ah ja, und dann habe ich richtigen Schnapper gemacht. Leider zum Verschenken, nicht für uns. Ich hätte echt gleich noch eine Packung mitnehmen sollen von Celebrations. Ich glaube, die war um 49% runtergesetzt. Und ich glaube, ihr kennt Celebrations und wisst, wie die teuer eigentlich sind. Und ja, ich habe mich echt gefreut. Gerade zum Verschenken finde ich das richtig schön. Und die war so günstig jetzt beim Lidl. Ja, dann machen wir weiter mit den Himbeeren hier. Die sind auch ungezuckert, also TK auch. Denn ich erinnerte mich wieder dran, dass ja so dunkle Beeren gut gegen Depressionen sind oder halt die Stimmung heben soll. Und deswegen muss ich mal wieder sowas futtern. Ja, dann hatten sie endlich wieder mein Recyclepapier. Letztens musste ich so ein Duftdings nehmen, so, ja. Aber das schaut sehr komisch aus, sehr grau. Irgendwie auch andere Verpackung. Naja, aber für unseren Popo tut es schon genug. Dann natürlich meine Bio-Hafermilch. Die war auch auf Prozent, so cool. Ja. Dann nahm ich auch noch mal eine normale Milch mit vom Bioland auch, also diese Vollmilch hier für den Milchreis. Weil wir haben die Erfahrung gemacht, mit so einer Hafermilch oder Pflanzenmilch allgemein schmeckt es nicht so. So, dann durfte leider auch so ein Schmelzkäse mit, okay. Ich weiß gar nicht, ob sie im Bioladen Schmelzkäse haben, also an der Theke, an der Käsetheke. Deswegen habe ich den jetzt halt beim Lidl mitgenommen. Dann durfte noch eine Königer Frischkäse wieder mit. Außerdem noch mal einen Tee. Diese schwedische Blaubeere habe ich noch nie probiert. Kennt ihr die? Jo. Dann mal Nudeln noch zweimal. Und zwar diese Dinkel-Schneckerl hier. Einmal diese Spaghetti da eben. Es gab leider keine Dinkel oder Vollkorn, habe ich jetzt normale genommen. Achso, da haben wir noch so einen kleinen Schokodessert-Ding mit Schoko, also Schoko. Veganen. Ja, dann musste man wieder ein Toastbrot zu langer Zeit mit, so einem Buttertoast sogar. Ja, weil wir da eben so ein leckeres Knoblauchbrot machen möchten, so das Saljanka seit Jahren mal wieder im Ofen da, das ist so fein. Zwischendrin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Knoblauch zwischendrin mit Butter und immer so stapelt Alufolie einpacken in den Ofen. Dann ein normales Brot. Diese Pfundschnitten nehmen wir ja meistens. Ja, ihr Lieben, und mit dem kann ich jetzt auch schon schließen mit der Spezi. Da haben wir zwei, aber eins steht schon wieder im Auto. Ja. Dankeschön, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Gebt mir gerne den Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und ja, ihr mehr solche Food-Videos von mir sehen wollt. Dankeschön für eure Unterstützung. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.